Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Run TV. In dieser Sendung sprechen wir unter anderem über einen schwedischen Act, den ihr mit Sicherheit noch nicht kennt, der aber sehr, sehr heiß ist und deswegen ist es so notwendig, dass ihr ihn unbedingt mitbekommt. Und darüber hinaus läuten wir, so heißt es, schon ganz rechtzeitig die Festivalsaison 2018 ein. Was sind die Highlights? Worauf freuen wir uns? Worauf freut ihr euch? Insofern, wir freuen uns jetzt erstmal, diese Sendung zu starten. Run TV. Freunde der Sonne, es gibt gute Neuigkeiten, denn das Jahr ist noch gar nicht so alt und wir kommen mit frischer, neuer Mucke an den Start. In dem Fall auf unserem wunderbaren Imprint Pyro Records. Yeah! Ich weiß schon, was es ist. Ich finde es geil, aber du hast es gesigned. Vielmehr, ich muss von vorne anfangen. Du hast die Jungs entdeckt, du hast es gesigned und wir feiern es alle ab. Und wir hatten letzte Woche Release. Insofern, erzähl mal ein bisschen. Absolut, richtig. Das Schöne ist halt dabei zu sehen, dass es aus Schweden wirklich nicht nur ganz bestimmte bekannte DJs aus diesem Soundsegment gibt, sondern auch noch ein paar andere. Das Wort Soundsegment. gefällt. Und sehr talentierte junge Künstler aus Schweden heißen Avantik. Mhm. Und die haben wir, wann war denn das, letztes Jahr rausgebracht? Haben wir rausgebracht und ich weiß, dass du letztes Jahr schon von denen erzählt hast, dass du sie irgendwie auf dem IMS kennengelernt hattest und meintest, da müssen wir mal irgendwie so ein Auge drauf haben. Stimmt. Die könnten irgendwie gegebenenfalls geilen Sound machen und dann kam die erste Single. Genau. Ich weiß, wie sie heißt, Dopamin. Richtig. Die kam 2017 und jetzt ist Zeit für das Follow-up. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer geworden. Domino heißt die, ist vor kurzem erschienen und ja, könnten wir eigentlich mal reinholen, oder? Sollten wir mal unbedingt machen. Machen wir das mal hier. Bam. Scheiße, kann ich da einfach nur sagen. Also schöner, strammer, druckvoller Stiefel und macht irgendwie Bock auf mehr. Und als wenn es irgendwo hier stehen würde, dass wir über Festivals sprechen wollen, wollen wir überhaupt nicht, aber machen wir natürlich trotzdem. In der Tat, hat mich wirklich an Festivals erinnert oder absolut, an den Sound oder vielmehr, wie könnte der Sound 2018 auf Festivals sein? Und dann ging die Frage, Lieblingsfestival? Hab ich definitiv, ja, ist Wacken. Wobei, ich lache und war noch niemals da. Ich auch nicht. Das ist eigentlich eine Sünde, weil wir natürlich als Hamburger es noch nicht mal so weit haben. Das ist, glaube ich, so, als wenn der Münchner nicht aufs Oktoberfest geht. Mitunter so, aber das Problem ist natürlich mit den Karten. Ich glaube, die sind jetzt schon wieder ausverkauft. Es ist mega schwer, wahrscheinlich auch bis 2022. Deswegen sollten wir eigentlich auch mal so eine Metal-Band gründen, finde ich. Oder du könntest dich natürlich auch, und das ist jetzt mein Geheimtipp, bei der örtlichen Feuerwehr Wacken bewerben. Ja. Weil die haben ja, wenn mich nicht alles täuscht, immer das Eröffnungskonzert. Ich glaube, es ist die Feuerwehr Wacken, wo das Blasorchester dann tatsächlich sagt, Wacken geht los. Das Blasorchester. Ole, ole. Ja, ich wollte mich ja, der, ich, ja dachte, du, ich dachte, du sprichst auf meinen Feuerwehrschlauch an irgendwie, aber. Okay, an dieser Stelle muss ich leider dann gehen. Nee, gibt's aber neben Wacken, wo du wahrscheinlich 2018 nicht teilnehmen wirst, ein Festival, wo du sagst, das ist dir bleibend in Erinnerung geblieben oder da möchtest du gerne hin? Naja, ich denke mal so, das Ultimative ist auf jeden Fall Tomorrowland. So. Und was mich aber auch reizt, ist wirklich mal in die Staaten und dort mal zum EDC beispielsweise oder zum Ultra Music Festival. Das sind, glaube ich, so die Dinger, die man schon mal dicken Brocken schon mal mitnehmen könnte. So. Wobei ich jetzt eine Sache, das ist natürlich jetzt auch langweilig für die Zuschauer, aber eine Sache muss ich dann nochmal loswerden. Wir hatten eine wunderschöne Zeit letztes Jahr auf dem Frugal. Da haben wir auch, ich glaube, da sind wir wirklich auch
wie es eigentlich immer bei uns so ist, wir kommen als Erste, gehen als Letzte. Das ist der Klassiker, ich finde, das haben wir, glaube ich, auch zelebriert. Perukaville ist natürlich komplett. Ja, also für Deutschland, Europa, ich glaube, das ist ebenbürtig mit Tomorrowland. Und wenn sie so weitermachen, definitiv, ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da sogar die Butter vom Brot irgendwann nehmen. Man weiß es nicht. Aber man weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Alternative zu. Mich würde interessieren, ob ihr ein Lieblingsfestival habt und das bitte einmal in die Comments unten rein. Und damit sollte es das eigentlich auch schon gewesen sein, oder? Haben wir vielleicht noch was zu verlosen? Irgendwas glitzert da oben. Hater, oder was? Ja. Haters gonna hate potatoes und potato. Schickes Cap. Könnte eine Anspielung auf das Thema der vergangenen Sendung sein. Können wir darauf hinweisen. Du hast ja eine aktuelle Single draußen mit Jan Like, Point Blank und Jan Like. Richtig. Jan Like und Point Blank. So rum ist, glaube ich, das Wording das Richtige. Ja, das ist mal so. Das ist, Haters ist auf jeden Fall immer noch käuflich zu erwerben. Nichtsdestotrotz hattest du auf etwas angespielt, glaube ich. Und da geht es dann aber wiederum um diesen Okolyten. Mhm. Den kann man gewinnen. Ja, den könnt ihr gewinnen. Welche Frage stellen wir denn? Das ist eine gute Frage. Ich würde fast persönlich sagen, was ist euer Lieblingsfestival 2018? Oder kann jemand sogar womöglich beweisen, dass er auf dem Wacken war? Das wäre auch geil. Also In die Kommentare. Oder ihr erratet, wie die Nummer von Point Blank, also von mir, mit Jan Like heißt. Vielleicht weiß das ja jemand. Also es gibt viele Ahnung. Fragen und viele Antworten. Keine Hinweise darauf, auf jeden Fall. Schön kommentieren, abonnieren und Druck auf die Glocke da unten. Aber sowas sehen wir von. Uns bald wieder. Ole, ole. Macht's gut. Bis bald. Ciao.